Seit über 30 Jahren gehören diese Triebwagen zum gewohnten Bild in heute noch drei Regionen Deutschlands. Hochburg ist heute der S-Bahn-Verkehr im Rhein-Main-Gebiet. Von Bad Soden nach Darmstadt ist die S3 unterwegs. In Bad Soden besteht Anschluss an die Hessische Landesbahn, die seit wenigen Jahren den GTW 26 einsetzt. Gleich nach der Ausfahrt macht sich 420-713 auf den Weg. Es ist ein Zug der dritten Bauserie, die von 1976 bis 1978 ausgeliefert wurde. Der Innenraum ist in den langen Einsatzjahren immer wieder modernisiert worden. So ist das Alter den Fahrzeugen kaum anzusehen. Auch 420-259 gehört zur dritten Lieferserie. Hier im S-Bahnhof Galluswarte. Auch die Rhein-Ruhr-Region gehört, bis auf einige Unterbrechungen, zum Betätigungsfeld der Baureihe 420. Hier ein Zug auf der Strecke Wuppertal-Essen im Bahnhof Fellbert-Langenberg. Seit 1978 sind Züge der Baureihe 420 auch im Stuttgarter Raum unterwegs. Hier auf der Neckarbrücke. Von Anfang an waren 420er für den Stuttgarter Raum vorgesehen. Die antriebsstarken Triebzüge erwiesen sich für die beträchtlichen Neigungen im dortigen Streckennetz als ideal. In Stuttgart sind die neuesten Fahrzeuge der Lieferserien 7 und 8 konzentriert. Äußerlich ist die 420er-Flotte vereinheitlicht, denn die verkehrsrote Farbgebung hat in allen Einsatzregionen Einzug gehalten. Verkehrshalt in Höfingen. Deutliches Unterscheidungsmerkmal zu den älteren Typen sind die modernen Schwenkschiebetüren. Ortswechsel nach Bayern, denn hier in München fuhren schon 1970 die ersten 420er. 1972 dann die Gründung der S-Bahn, die bei den Olympischen Spielen 1972 ihre erste große Bewährungsprobe hatte. 32 Jahre später fuhren im Dezember 2004 die letzten 420er im Münchner Netz. Zum Schluss waren es nur noch Aushilfsdienste auf der S8 zwischen Ostbahnhof und Olching. Am 3. Dezember 2004 fuhr 420-030 den letzten planmäßigen Einsatz.
Der Grund für die endgültige Abstellung war die Ausrüstung des City-Tunnels auf GSMR-Funk. Eine Nachrüstung der weit über 30 Jahre alten Triebwagen lohnte nicht mehr. Mittlerweile historische Bilder im Bahnhof Rosenheimer Platz. Die 420-030 gehört zur ersten Bauserie, die mit 117 Einheiten von Ende 1970 bis 1972 ausgeliefert wurde. Auch die Oldies unter den 420ern erhielten im Laufe ihrer Einsatzzeit etliche Überarbeitungen. So auch der Fahrgastraum, der mit seiner Ausstattung nun dem Vandalismus entgegenwirken soll. Der letzte planmäßige 420er ist bereits auf dem Rückweg zum Ostbahnhof, hier an der Donnersberger Brücke. Mit dieser letzten Fahrgastfahrt in München endet eine über 30 Jahre lange Erfolgsgeschichte, die am 28. Mai 1972 mit der Inbetriebnahme des S-Bahn-Netzes begann. 101 420er waren es damals, mit denen man an den Start ging. Mittlerweile ist die erste Bauserie komplett Z-gestellt oder schon verschrottet. Nur noch die ab 2001 nach Stockholm in Schweden verliehenen Einheiten sind noch in Betrieb. Zum letzten Mal macht sich am 3. Dezember 2004 ein Fahrgastzug der Baureihe 420 auf den Weg durch den Citytunnel.